Jo, was geht ab, Freunde? Mein Name ist Fass und herzlich willkommen zum zweiten Teil, wo wir zusammen vom neuen Digimon Trading Card Game ein komplettes Display öffnen. Das ist das BT01 Display und das nennt sich New Evolution. Weitere Informationen, wie jetzt zum Beispiel der englische Release aussieht, seht ihr einmal in der Playlist, nämlich im ersten Video habe ich euch das Ganze schon erklärt. Und heute öffnen wir 8 weitere Booster aus dem Display. Doch bevor wir zu den Unboxing kommen, gibt es ein paar News aus Japan, denn da erscheint jetzt zum Beispiel am 18.12. ein neues Display, das nennt sich BT04 Great Legend. Der englische Release hierfür wird so circa Mai 2021 bei uns sein und es umfasst dann auch wiederum sehr viele weitere Karten. Wir haben zum Beispiel 115 K-Typen davon. Davon sind 44 Kamen, 30 Uncommon, 26 Rare, 12 Super Rare und 3 Secret Rare. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich so eins auch bestellen soll, das wir hier zusammen öffnen. Und natürlich würde es mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst und die Glocke anschaltet. Somit bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn so ein neues Video online geht. Und ich würde sagen, starten wir mit dem ersten Booster. Die erste Karte, die wir hier haben, ist Muchumon. Das ist eine Kamen-Karte und die kommt im Englischen in der Version 1.0 raus. Die Version 1.0 erscheint im Januar 2021. Dadurch, dass sehr viele Karten aus dem japanischen BT01 in der englischen Version 1.0 erscheinen werden, werde ich das jetzt nicht mehr kommentieren bei allen anderen, sondern nur noch die Abweichungen. Es wird jetzt dann noch eine zweite Version geben, nämlich die Version 1.5, aber dazu dann mehr. Und wie es der Zufall will, haben wir hier jetzt zum Beispiel eine Optionskarte, die nennt sich Holy Wave. Das ist eine Kamen-Karte und diese wird dann im Februar im Englischen erscheinen bei uns in der Version 1.5 und dieses Display wird dann Ultimate Power heißen. Vegimon ist eine Kamen-Karte, haben wir vorher schon gezogen. Sesamon ist auch eine Kamen-Karte. Dann haben wir hier die erste Uncommon-Karte, nämlich Lodalimon. Und zu guter Letzt haben wir einen Trainer, nämlich Izzy. Das ist eine Rare-Karte und die finde ich echt richtig nice vom Artwork her. Dann geht's weiter mit dem zweiten Booster. Dieser fängt einmal wieder an mit Sesamon, das ist eine Kamen-Karte. Dann haben wir hier eine Optionskarte, die nennt sich Golden Ripper. Okuvamon ist auch eine Kamen-Karte, sieht aber echt richtig nice aus. Ist das zum Beispiel Level 7. Dann geht es weiter mit Dolphmon, ist auch eine Kamen-Karte. Woodmon ist unsere zweite Uncommon-Karte. Und zu guter Letzt haben wir einmal Kupimon, das ist eine Rare-Karte, wie ich finde auch ein sehr schönes Artwork. Booster Nummer 3 startet mit der Optionskarte. Smash Potatoes ist eine Kamen-Karte. Weiter geht's mit Kokuvamon, ist auch eine Kamen-Karte. Dann haben wir hier einmal ein Starter-Digimon, also so nenne ich die zumindest. Die sind ja auch in der Serie sehr oft zu sehen, beziehungsweise eigentlich ausschließlich, nämlich Kumamon. Und diese Karte ist auch Kamen. Dann geht's weiter mit einer Optionskarte, nämlich Gravity Rush. Vanimon ist eine Uncommon-Karte. Und zu guter Letzt haben wir mal eine Optionskarte in Rare, die nennt sich Symphony Number 1.
Booster Nummer 4 startet einmal mit der Optionskarte Dimension Scissor. Dann geht es weiter mit Kudamon, ist eine Common-Karte. Dann wieder eine Optionskarte, nennt sich Blastfire und ist eine Common-Karte. Dann Liolmon ist eine Common-Karte. Frimon ist eine Uncommon-Karte. Und zu guter Letzt haben wir einmal Tanemon, ist eine Rare-Karte. Jetzt sind wir einmal in der Mitte des Videos angekommen und es würde mich auch sehr freuen, wenn du mich einmal auf Instagram abcheckt. Link dazu ist einmal in der Bio. Und bei Booster Nummer 5 starten wir einmal mit Agumon Expert. Agumon ist ja auch einer der Starter-Digimons, wie ich finde. Den sieht man auch sehr oft in der Serie und das ist eine Common-Karte. Dann geht's weiter mit Liamon, ist eine Common-Karte. Dann haben wir hier einmal eine Optionskarte, die nennt sich Forbidden Temptation, ist auch eine Common-Karte. Tsukaimon ist auch eine Common-Karte. Birdramon ist eine Uncommon-Karte. Und dann haben wir hier einmal Yokomon, ist eine Rare-Karte. Dann bin ich mal gespannt, was in Booster Nummer 6 drinnen ist. Und wir starten einmal mit einer Optionskarte, nämlich Boring Storm ist eine Common-Karte. Pixiemon ist eine Common-Karte. Dann haben wir hier nochmal Okubamon, die hatten wir vorhin schon, ist eine Common-Karte. Die Optionskarte, die Dimension Scissor, hatten wir vorhin auch schon, ist eine Common-Karte. Und dann, wie ich finde, eine sehr, sehr nice Karte, nämlich Metal Greymon ist eine Uncommon-Karte, aber allein das Artwork. Ich habe früher sehr gerne Digimon geschaut und dann fand ich den am coolsten. Und zu guter Letzt haben wir einmal Mistimon, das ist unsere Rare-Karte, wie ich finde, auch sehr, sehr schön. Dann sind wir auch schon einmal beim vorletzten Booster angekommen. Da starten wir einmal mit einer Optionskarte, nämlich Holy Waves hatten wir vorhin schon. Und diese Karte ist eine Common-Karte. Und die kommt nicht in der Version 1.0 im Januar im Englischen raus, sondern in der Version 1.5 und diese erscheint erst im Februar. Dann haben wir hier wieder Muchomon ist unsere Common-Karte. Dark Tyrannomon ist eine Common-Karte. Die Optionskarte Forbidden Temptation hatten wir auch schon einmal, ist eine Common-Karte. Dann haben wir einen dicken Drachen, wie ich finde, nämlich Groundramon ist unsere Uncommon-Karte. Und dann habe ich gedacht, trifft mich der Schlag, wir ziehen einfach wahr, Greymon ist eine Secret-Rare-Karte. Ich habe gedacht, ich muss laut brüllen, als ich die gezogen habe. Vor allem, das ist ein alternatives Artwork, das heißt, es ist nochmal seltener. Es gibt es nämlich noch im normalen Artwork und diese Karte wird auch in Version 1.0 im Englischen erscheinen. Und ich habe mal bei eBay verglichen, diese Karte ist zuletzt für 35 Euro weggegangen, also wie ich finde, ein sehr, sehr teurer Preis für eine Karte allein und ich bin mal gespannt, was die Zukunft da bringt und ob sich das Ganze so entwickelt wie die Pokémon-Karten. Dann bin ich gespannt, ob uns der letzte Booster, Booster Nummer 8, uns genauso viel Glück bringt wie der vorletzte Booster. Wäre natürlich sehr, sehr nice. Und wir starten hier einmal mit Repamon ist unsere Common-Karte. Dann Frigimon ist auch eine Common-Karte. Die Optionskarte Heart Attack ist eine Common-Karte.
Kudamon hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal, ist eine Kamen-Karte. Dann haben wir hier einmal Garurumon, ist unsere Ankommen-Karte. Und zu guter Letzt haben wir einmal eine Optionskarte, die nennt sich Grace Crossfreezer. Ist fast ein Zungenbrecher, ist eine Rare-Karte und diese Karte wird auch nicht in Version 1.0 im Englischen erscheinen, sondern in der Version 1.5. Das war's auch schon wieder mit Teil 2 des Unboxings. Wenn es euch gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst und wir sehen uns im dritten. Haut rein!